So, hallo und herzlich willkommen hier beim Crypto Day Trading mit Joe. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute bekommt ihr das lang ersehnte Tutorial-Video zum SK-System. Das SK-System ist das Trading-System, was ich trade, erfolgreich trade, profitabel trade. Und das SK-System, das steht für Stefan Kassing, das ist der Founder vom SK-System. Ein Vollprofi, Vollzeit-Trader war er mal, bevor er jetzt dieses System weitergibt und die Leute schult. Ja, und wer dieses System auch von Grund auf erlernen will, kann sich gerne bei mir melden. Ich verweise euch auf die Academy. Ich biete dann selber ab Januar auch eine Gruppe an, mit denen ich dann das SK-System mit den Leuten trade und den Leuten auch beibringe, zusätzlich zur Academy. Aber da habe ich auch schon mal ein extra Video drüber gemacht, was ich da ab Januar mache. Und auf jeden Fall könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich gebe euch heute mit diesem Video die Basics mit, dass ihr mal seht, die Grundbegriffe, ja, was sind Fibonacci, was sind Retracements, was sind Extensions und wie ich mir Sequenzen einzeichne und aufbaue und finde. Ja, und das alles seht ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt, ich habe für euch heute jetzt mal den Blanko-Chart. Also das ist ein Chart ohne einzige Zeichnung von mir drin. Das ist Ethereum auf dem Binance-Chart. Ja, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Und zwar fangen wir hier an mit dieser Leiste hier. Das sind meine Favoriten. Diese Favoriten, die werden auch beim SK-System, die sind vorgegeben. Also alles, was ich euch jetzt zeige, ist alles vorgegeben. Deswegen ist dieses System so genial, weil es ist reproduzierbar. Das ist das Wichtigste beim Traden in meinen Augen und in den Augen der Profis, die dieses System auch erfolgreich traden. Das ist ganz wichtig, dass es reproduzierbar ist. Also man kann es immer wieder anwenden, immer nach dem gleichen Schema und Mustern. Deswegen, es ist alles vorgegeben und deswegen ist es so einfach zu erlernen, also mehr oder weniger. Ja, also wir haben hier diese Leiste, das sind die Favoriten. Wir haben hier die Fibonacci Retracement. Die Fibonacci Retracement, das ist einfach nur, man kann sich im Bereich einzeichnen auf dem Chart und dann sieht man, wo in welchen Bereichen wir nach SK-System in diesem Fall eine Trendwende erwarten können. Also fangen wir auch gleich hier an. Und zwar habe ich hier auf dem Tageschart, fange ich immer an, um zu erkennen, okay, in welchem Bereich befinden wir uns jetzt momentan. Jetzt gehen wir hier bei Ethereum, gehen wir hier zum tiefsten Punkt. Jetzt ziehen wir uns die Fibonacci Retracement vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt, wo wir hier hatten. So, jetzt sehen wir hier schon, dass wir uns jetzt gerade momentan hier oberhalb dieser 78,6 befinden, ja? Und im SK-System lernen wir, dass diese 78,6 Fibonacci Retracement ein sehr, sehr wichtiges Level ist, und zwar ist dieses Level sollte immer der späteste Wendepunkt sein vom Markt, dass er wieder in die andere Richtung geht. Ja, in diesem Fall, dass er wieder nach oben geht. Seht ihr hier? So, das sind Retracements. Ja, und dann zeichnen wir uns hier ein Rechteck ein, damit wir hier sehen, vom High, also vom Low bis zum High, in welchem Bereich nach SK-System der Bereich der wahrscheinlichste ist. Ja, es ist immer, beim Traden geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Keiner kann den Markt vorhersehen. Niemand. Es sei denn, du bist ein Mega-Insider und besitzt Milliarden auf dem Konto und kannst den Markt beeinflussen. Aber sonst, jeder normal sterbliche Mensch kann dir nicht sagen, wie der Markt verläuft, was als nächstes passiert, kann niemand. Wir können das nur nach Wahrscheinlichkeiten sagen und dieses System hat halt wirklich die genauesten Wahrscheinlichkeiten und das auch das Risk-to-Reward-Management ist hier das Beste und das werde ich euch auch nachher auch noch zeigen, wie das ungefähr geht. So, jetzt haben wir hier unseren Kästchen eingezeichnet. Wir machen das mal in Schwarz. So, und da sehen wir hier auf dem ganz großen Timeframe war dieser Bereich, wo wir hier drin waren, war eigentlich der vom Risk to Reward, wenn man jetzt Langzeithorizont
Stakeholder ist, war dieser Bereich der attraktivste. Ja, hier hätte man sich positionieren können, dann wäre man in Zukunft, irgendwann mal, wenn der Markt wieder nach oben geht, würde man dann ein sehr, sehr gutes Einstiegslevel haben. Spätestens hier unten ist das allerletzte Level, wo der Markt reagieren muss, beim 78,6er. Das sehen wir auch hier bei Ethereum. Der Markt ist hier runter, ist einmal kurz drunter, aber danach sofort nach oben wieder drauf gebounced und dann nach oben gestiegen und dann wieder runter. Das ist halt eine turbulente Zeit gerade wegen FTX und alles Mögliche, was da die letzten Monate war und Ukraine-Konflikt und alles und Inflation, also wirklich sehr, sehr schwierige Zeit. Aber selbst in dieser schwierigen Zeit haben wir hier mit diesem Fibonacci Retracement den Markt auch ziemlich gut getimt, dass wir hier sind. Ja, wir sind hier gebounced und befinden uns immer noch oberhalb, also sind wir so gesehen immer noch in einem Aufwärtstrend. Ja, Abwärtstrend würde ich sagen, wenn wir hier unter der 88,2 uns aufhalten und dann längere Zeit hier drunter traden, ist nach SK-System oder nach in der Allgemeinheit ist ein Markt so gut wie tot. Also sieht es nicht gut aus. Also jetzt haben wir uns dieses Fibonacci Retracement eingezeichnet. Also wissen wir, wir sind übergeordnet immer noch in einem Aufwärtstrend, lang gesehen. Ja, das ist der Tagestimeframe. Ja, hier ist jede Kerze, ist ein Tag. So, und dann gehen wir jetzt untergeordnet. Dafür machen wir uns einen 4-Stunden-Chart auf und wir behalten uns immer im Hinterkopf, dass wir hier in einem Aufwärtstrend sind. Ja, so. Jetzt sind wir hier in dem 4-Stunden-Chart und jetzt suchen wir uns hier. Wir ziehen den Chart ganz eng zusammen, ja. Also so ist der Chart jetzt weiter auseinander und wir ziehen uns den Chart ganz eng zusammen, soweit wie es geht, dass wir hier einen bestimmten Timeframe auf dem Bildschirm hier haben, ja. Und jetzt sehen wir auch hier, wir haben jetzt hier ein High auf dem Bildschirm und hier ein Low. Also, das heißt, wir ziehen uns jetzt, damit wir ungefähr wissen, wo wir sind, ziehen wir uns jetzt von hier oben wieder eine Retracement runter und zwar jetzt diesmal zum tiefsten Punkt. Ja, also genau das Umgekehrte, was wir vorher gemacht haben. Vorher haben wir jetzt vom tiefsten zum höchsten Punkt gezogen und jetzt ziehen wir uns vom höchsten zum tiefsten Punkt runter. Und da zeichnen wir uns jetzt hier in diesem Bereich hier bei den Fibonacci Retracements. Hier haben wir auch diese vordefinierten Bereiche, auch nach SK-System, es ist alles vordefiniert. Also man kann die Fibonacci, die Level selber editieren, wo man sie haben will. Und auch diese Bereiche sind beim SK-System vorgegeben. Das ist einfach die jahrelange Erfahrung von Stefan Kassing und deswegen sind diese Level so genau und so präzise und so aussagekräftig. So, jetzt haben wir uns hier in diesem Abwärtsbereich, wo wir uns jetzt hier auf dem Bildschirm befinden, haben wir uns hier nochmal ein Kästchen angezeichnet, und zwar genau bei dem Fibonacci Retracement Level. Vom 50er ist das hier bis 66,7er. Ja, wir haben hier 50er Fibonacci, 55,9er, 61,8er Level und 66,7er Level. So, und jetzt, wir haben uns ja im Hinterkopf behalten, wir sind hier übergeordnet auf dem Tagestimeframe immer noch in einem Aufwärtstrend. So, und hier dieses schwarze Kästchen war ja vom Tageschart. Wissen wir ja, dass das hier eigentlich so der Wendebereich sein sollte, wenn der Markt mal funktioniert, ja, was ja nicht tut wegen den ganzen Krisen die letzten Monate. Aber wir wissen, okay, jetzt ist der Markt hier beim 78,6er. Ist der hier, hat er reagiert, also ist in meinen Augen mit Verständnis für den Markt, das lernt man übrigens auch beim SK-System, Marktverständnis, Price Action, das lernt man alles wirklich von Grund auf, die Basics, von Grund auf bis zum Experten lernt man alles beim SK-System, dass man das dann nachher auch sieht und das einfach verinnerlicht. Also bei Ethereum wissen wir jetzt, okay, der Markt ist eigentlich hier am attraktivsten Kauflevel gewesen. Also gehe ich jetzt davon aus, primär, dass der Markt jetzt hier eigentlich Potenzial hat zum Steigen. Und bis wohin hat der Markt Potenzial zum Steigen? Bis hier zu diesem Retracement, also bis zu diesem Wendebereich, ja. Retracement ist ja einfach bloß ein Wendebereich auf Deutsch übersetzt. Da hatte der Markt die Möglichkeit, in die andere Richtung zu gehen, ja. Und wir sind ja hier, also hatte der Markt von hier übergeordnet, ja, weil es ist der große Timeframe, hat immer übergeordnete Wichtigkeit, ja. Also
wichtigste Teil für mich ist der übergeordnete. Also umso höher wir sind, umso mehr Relevanz hat er, damit wir eine Richtung haben, wo der Markt hingehen sollte, theoretisch. Also orientiere ich mich jetzt hier bei Ethereum nach Long-Einstiegen, ja, übergeordnet. Ich muss gucken, dass ich das nicht zu lang mache, das Video, damit wir hier so gut wie möglich alles abdecken. Also, jetzt habe ich hier, weiß ich, okay, jetzt sind wir hier in diesem Bereich, wo der Markt eigentlich nach oben steigen sollte. Und er hätte dann Potenzial bis hier oben, weil hier oben ist ja dann wieder die nächste Retracement und zwar der Bearish, deswegen habe ich den hier rot eingezeichnet, weil der Markt kann ein bisschen nach oben steigen und hier von hier oben wieder abprallen, ja. Kann er machen, muss er nicht, aber er kann es machen. Also, aber ich weiß dann im Hinterkopf, haben wir hier einen Bereich, wo der Markt nach oben steigen kann. Also gehe ich dann hier auf den 4-Stunden-Chart und ziehe mir dann untergeordnet vom tiefsten Punkt wieder, so was wir vorher beim Tageschart gemacht haben, ziehe ich mir vom tiefsten Punkt, wo ich hier auf dem Bildschirm habe, ziehe ich mir die nächste Retracement. Vom tiefsten Punkt wieder bis zum höchsten Punkt. So, und da sehen wir auch wieder, damit ihr mal seht, wie dieses System funktioniert, wie krank das ist. Jetzt zoome ich mir weiter da rein und dann sehe ich, okay, wir hatten hier in diesem Bereich von 50er Fibonacci bis 66, 7er Fibonacci, ziehen wir jetzt wieder das Kästchen rein, vom hinterm letzten High. So, und jetzt sehen wir auch hier wieder den Markt. Diesmal machen wir es blau, weil blau ist für mich dann in dem Fall jetzt die interne. Hier die große schwarze Kästchen ist vom Vor- vom Tagesschart. Und jetzt dieses blaue Kästchen ist der Wendebereich vom internen, also vom 4-Stunden-Chart. So, dann weiß ich, okay, jetzt hier befinden wir uns bei Ethereum untergeordnet in einem Bereich, wo der Markt eigentlich auch wieder Potenzial hat, nach oben zu steigen. Ja, und hier sehen wir auch wieder 78,6er Level hier. Der Markt ist runtergekommen, hat erstmal hier aus unserem blauen Bereich reagiert nach oben, ist dann hier durch, das war das glaube ich mit FTX hier. Ja, genau. Der Dienstag, 8. November, war hier mit FTX. Hat keiner gewusst, wir waren ja hier im Trade drin. Und es, nee, zwar hier, wo wir im Trade drin waren, auf jeden Fall war das hier mit FTX. Und, ja, seitdem bewegen wir uns seitwärts, aber wir wissen jetzt auch wieder, okay, hier auch 78,6er, kurz runtergewickt und dann zack, nach oben gestiegen. Genau, hier waren wir im Trade drin. Genau, hier nach oben gestiegen, mit der Community. So, jetzt weiß ich auch hier, okay, dieser Aufwärtstrend ist selbst auf dem untergeordneten Chart, ja, weil wir hier nicht drunter sind, nicht unter dem 88,2er Fibonacci Retracement. Sind wir untergeordnet auf diesem kleinen Timeframe, in diesem Fall 4-Stunden-Chart, immer noch bullisch, also in einem Aufwärtstrend. Dann können wir uns hier dann das gleiche machen, was wir vorher dort gemacht haben, hier oben. Ziehen wir uns von diesem höchsten Punkt, wo wir jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart sehen. Das wäre dann dieser Punkt hier. So, jetzt ziehen wir uns hier. Auch nochmal, der Wendebereich, wenn der Markt jetzt steigen sollte, ziehen wir uns den Wendebereich nach oben, bis wohin der Markt jetzt Potenzial hätte zu steigen, übergeordnet auf den 4-Stunden-Chart. Also das ist, man kann dieses System bis runterfahren, bis zum 5-Minuten-Chart, aber dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil da muss man schon wirklich Vollprofi sein, damit man da auch alles richtig erkennt. Aber ich mache das nur für euch ganz schnell. So, und jetzt wissen wir, okay, der Markt hat rein theoretisch die Möglichkeit, bis hier oben zu steigen, weil hier ist dann erst der nächste Widerstand. Ja, so würden es dann die Widerständler und Support-Trader nennen. Also hier oben wäre der nächste Widerstand auf dem 4-Stunden-Chart. Also hätte der Markt jetzt, wenn ich jetzt hier im Trade drin bin, oder auch hier im 78,6er, weiß ich, okay, wenn alles normal läuft, hat der Markt Potenzial, hier nach oben zu steigen. Ich kann jetzt theoretisch einen Long eröffnen und hoffen, dass kein dritter Weltkrieg ausbricht oder sonst irgendwie eine Hiobsbotschaft kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben steigen, ist sehr, 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 sehr stark. Also, weißt du, okay, hier ist ein Einstiegsbereich für mich.
Öffne ich eine Long und warte, bis die Markt hier oben ist und schließe sie zum Beispiel wieder. So. Und jetzt gehen wir hier noch. Was ich euch auch zeigen will, genau, wir lassen das glaube ich auf einen 4-Stunden-Chart, weil sonst wird es den Rahmen sprengen. So, wenn wir jetzt hier diesen Bereich hier eingezeichnet haben, ja, und wir wissen, okay, jetzt ist hier in einem Wendebereich drin der Markt, dann ziehen wir uns hier, haben wir hier noch die Fibonacci-Extensions. Und die ziehen wir uns dann hier vom tiefsten Punkt, wo wir hier hatten, also wieder der tiefste Punkt, was wir hier hatten, wo wir schon die Extensions hochgezogen haben, legen wir auch wieder am tiefsten Punkt an. Gehen zum höchsten Punkt, was wir hier hatten. Also eigentlich genau das gleiche, was wir mit den Extensions auch gemacht haben, vom tiefsten zum höchsten Punkt. Und dann kommt aber noch eine dritte Bewegung dazu, und zwar dann von dem höchsten Punkt ziehen wir uns noch die Extensions runter bis zum letzten Tiefpunkt. Das wäre in dem Fall hier bei 1072 US-Dollar. So. So, und die Extensions, Fibonacci Extensions hier, die geben uns an, wohin oder halt in welche Erwartungen wir in den Markt gehen können, wo er steigen könnte, anhand von diesen Bewegungen, ja, von diesem Low zu diesem High und zu diesem Low. Ja, das ist Fibonacci. Ist halt, muss man sich damit befassen. Das wird jetzt auch hier den Rahmen sprengen, wird aber auch im SK-System alles ganz genau erklärt. Also wirklich, da ist, wird jeder Furz, nicht jeder Furz, aber es wird wirklich alles erklärt, alles haargenau erklärt, dass man auch dann wirklich ein Profi ist und weiß dann, was zu machen ist. So, und jetzt haben wir uns hier die Extensions reingezogen. Also für alle, wo es jetzt ein bisschen verwirrend ist, die Linien hier alle sind normalerweise nicht drin. Die mache ich wieder raus, aber das ist jetzt nur für euch, dass ihr das mal seht. So, und diese Extensions, ja, von diesem Low zu diesem High zu diesem Low, die zeichnen jetzt hier auch ein Level an, und zwar das 161,8er, das 189,9er und das 200er Extension Level. Das heißt, hier bis hier oben wird der Markt um 160% nach oben steigen vom Durchschnitt von dieser Bewegung hier unten, hier 180% und hier 200% korrigieren nach oben. So, und dann zeichnen wir uns diesen Zielbereich auch ein. Das ist das, warum wir immer diese Rechtecke hier einzeichnen, weil damit wir wissen, wo der Zielbereich ist und wo der Einstiegsbereich ist oder halt wo der Bereich ist, wo der Markt im besten Fall wendet und wir uns danach orientieren können. So, und jetzt machen wir uns aber den Zielbereich hier oben in Violett oder was ist das? Nee, machen wir das hier. Oder grün. Machen wir grün. Das ist der Zielbereich. So. Jetzt wissen wir, durch diese Bewegung hier, ja, hier Low, hier dieses High, mit diesem Low in Verbundenheit, würde der Markt theoretisch, wenn er hier dieses High brechen sollte, ist die Chance sehr, sehr groß, dass der Markt hier nach oben geht. Und deswegen wissen wir, okay, wenn wir jetzt hier eine Long eröffnen, hat der Markt Potenzial, bis hier oben hinzugehen, ja. Und wie wir hier sehen, wir haben hier dieses rote Kästchen, was wir vorher eingezeichnet haben. Ja, das ist der Widerstand, sagen wir mal Widerstandsbereich von dieser Abwärtsbewegung, wo wir hier oben hatten, von hier oben bis hier unten, wo wir jetzt gerade stehen. Und wir sehen hier das Ziellevel von dieser Action hier unten, von dieser Price Action hier unten, wo wir hier haben, liegt hier genau in diesem roten Bereich. Seht ihr das grüne Kästchen, was wir uns gerade eingezeichnet haben? Das liegt genau hier in diesem roten Bereich. Also ist die Wahrscheinlichkeit doppelt erhöht, dass der Markt hier hochgehen wird, falls er hier kein neues Low generiert. Also wenn jetzt der Markt wirklich normal läuft, dann wird der Markt hier auf dem 4-Stunden-Timeframe, gut, kann es dauern, es kann jetzt ein paar Wochen gehen, aber er wird zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich sage es mal zu 80, 85%, wird der Markt von hier nach oben steigen, und zwar in diesem Bereich hier. So, und diese Elliott-Korrekturwellen, ABC in dem Fall, die zeichnen wir uns ein, wenn der Markt hier dieses High, ja, auf dem Timeframe, wo wir gerade sind, ja, in dem Fall ist ja der 4-Stunden-Timeframe, wenn der Markt dieses High bricht, in dem Fall, ja, er kann auch natürlich in die andere Richtung, ins Low, falls wir in einer Abwärtsbewegung sind, aber wir haben ja vorher festgestellt, auf dem Tageschart befindet sich Ethereum jetzt in dem Fall immer noch in einem Aufwärtstrend übergeordnet. Ja, also in einem Bereich, wo der Markt wieder wenden kann, also wieder in die bullische Phase gehen kann, ja.
Wir sind jetzt nicht in einem Aufwärtstrend, wir sind jetzt in einem Bärenmarkt, aber wir sind in einem Bereich, wo der Markt Potenzial hat zu wenden und wieder in das Bullische zu überzugehen, ja. Deswegen die Fibonacci Retracements, ja. Das ist ein Wendebereich. Da kann der Markt wieder wenden und in die andere Richtung gehen, als in die er sich bis jetzt bewegt hat oder die letzten Wochen oder Monate bewegt hat. Also, und diese Elliott-Wellenkorrektur, das ist ABC, die zeichnet uns an, wenn der Markt hier dieses High rausgenommen hat. Dann wird es ungefähr so sehen. Ich erkläre euch auch gleich, warum wir das machen. Und da ahmen wir diese ganze Bewegung einfach nur nach mit den ABC-Korrekturwellen. Dann ziehen wir uns hier den Nullpunkt. Hier oben ist der A-Punkt. Hier dieser Wendebereich, dieser blaue hier, wäre der B-Punkt. Und hier oben der Zielbereich, den wir mit den Fibonacci Extensions festgemacht haben, das wäre unser Ziellevel, der C-Punkt. So, und warum wir das machen? Wir machen das jetzt hier auch in Blau, damit wir sehen, okay, das ist jetzt diese Bewegung hier, ja, etwas übersichtlicher. Das hier können wir löschen, damit es auch für euch ein bisschen übersichtlicher wird. Aber damit ihr mal seht, was die Fibonacci Retracements und Extensions, was die, für was wir die brauchen, ja. Also, der Markt hätte dann hier mit dieser Bewegung, ja, jetzt seht ihr es vielleicht deutlicher, klarer, hier nach oben zu steigen und wir würden dann dieses bearische Level, also das ist ja dieser Wendebereich von der Abwärtsbewegung von hier oben hier runter, ja, kann ich eigentlich auch in Rot machen, damit ihr seht, okay, das ist auch Widerstand, also Rot ist Widerstand, Blau und Grün sind Supportzonen oder halt Wendebereiche in die andere Richtung, in die bullische in dem Fall. So, und wenn es der Markt hier dieses High übertroffen hat, können wir uns diese Korrekturwellen einzeichnen. A, B, C sind es. Und dann wissen wir, wenn der Markt jetzt hier oben ist zum Beispiel, ziehen wir uns dann vom B-Punkt, vom tiefsten Punkt bei B, ja, in dem Fall wäre das dieser Punkt. Jetzt ist es bloß mal hypothetisch, ja, falls der Markt jetzt hier sein sollte, ziehen wir uns hier wieder eine Fibonacci Retracement an. Zum Beispiel, jetzt hat der Markt hier dieses High. Sagen wir, hier hat der Markt ein neues High gemacht bei 2386 US-Dollar. So, und jetzt machen wir das Gleiche wieder. Jetzt können wir uns hier am BC-Korrekturlevel wieder positionieren. Und zwar, wenn der Markt hier oben ist und der wendet, wissen wir, in welchem Bereich der attraktivste Bereich ist, dass wir uns wieder positionieren können mit einer Long Order. So, jetzt zeichnen wir uns jetzt nur rein hypothetisch ein. So. Wieder in Blau, damit dann wissen wir, okay, der Markt ist hier oben, er setzt zur Korrektur an. Wir platzieren unsere Order hier schon wieder in diesem Bereich. Hier stehen die ganzen Order drin bei wie viel US-Dollar, ja, seht ihr das hier? Ja, 1700 US-Dollar, 1600, 1500, 1500 US-Dollar, grob gesagt, jetzt ich muss mich beeilen, sonst wird es zu lang, das Video. Können wir uns schon wieder positionieren hier mit Long Order, obwohl der Markt noch hier oben ist und alle denken, boah, jetzt sind wir bullish, jetzt tut der Mond und so ein Scheiß. Nein, jeder Markt, wenn er gesund läuft, wird er korrigieren. Er wird korrigieren. Jeder Markt. Kein Markt, der gesund aufbaut, wird nur nach oben schießen. Das ist nicht gesund und der Markt wird danach stärker abkrachen. Das haben wir letztes Jahr im November gesehen, wo alle gedacht haben, Bitcoin geht auf über 150, 200, 300.000 US-Dollar und der ist danach gnadenlos abgekackt auf 15.000 US-Dollar jetzt. ja. Und damals ist der Markt genauso gestiegen ohne große Korrektur und das war halt nicht gesund. So, also das ist das ganze Geheimnis beim MSK-System. Wir wissen, wo der Markt höchstwahrscheinlich ja wenden wird und wir können uns da schon positionieren, können uns dann die Hände hochlegen und warten, bis der Markt wieder hier runterkommt. So, das war eigentlich jetzt grob erklärt. Mehr ins Detail darf ich nicht gehen, weil dafür gibt es ja die Academy und wie gesagt, wenn ihr das SK-System von Grund auf lernen wollt und wirklich, es ist, wenn man das jetzt mal ein paar Stunden hinter sich hat. Also ich habe jetzt mittlerweile über 3000 Stunden mit Lernen und Trading in dem System drin, dann sehe ich halt solche Muster, sehe ich halt viel, viel schneller. Und ja, ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie erklären, dass ihr das ein bisschen begriffen habt. Ja, wie gesagt, wenn ihr es lernen wollt, schreibt mich an. Ich gebe euch den Zugang zur Academy. Die kostet, Stand jetzt im Monat 100 Euro. Wenn man das auf ein ganzes Jahr gleich bucht, sind es glaube ich nur 1000 Euro fürs ganze Jahr.
Also kostet Geld, klar, aber jede Weiterbildung kostet Geld. Es ist halt so, es gibt nichts in der Welt geschenkt. Ich gebe euch meine Trade-Ideen auf YouTube kostenlos. Auch in der Telegram-Gruppe gebe ich sie euch kostenlos. Aber was macht ihr, wenn ich nicht mehr da bin? Dann schaut ihr wieder an den YouTuber zu, die Support und Resistance traden und ihr Geld dabei regelmäßig verkacken und verbrennen. Ja, deswegen ist dieses System wirklich das Beste in meinen Augen. Und ja, das können wir auch hier mal ein Beispiel machen zum Beispiel. Ja, ein Beispiel zum Beispiel. Ja, bei Ethereum war das jetzt nicht so, aber gehen wir mal hier auf den Bitcoin-Chart, wo wir gestern drin hatten, wo ich euch nochmal erkläre, warum hier das SK-System so gut funktioniert. Und zwar seht ihr hier, wir haben hier diese rote Box, und wie ihr wisst, ich habe ja gesagt, rot ist immer Widerstand bei mir und grün und blau und violett sind Support oder ja, also rot ist immer Widerstand. Also und wir hatten hier bei Bitcoin auf dem Stundenchart hatten wir hier ein vermeintliches W-Pattern mit dem Ausbruch über den Neckline, die hier lag, nach oben hatten wir den Ausbruch. Wir hatten hier den Retest von der Neckline und wie ihr seht hier, der Retest war erfolgreich und danach ist der Markt gestiegen bis hier oben hin, bis zu 16.900 knapp. Und danach ist er abgeschmiert. So, und jetzt alle, wo nach Support und Resistance traden, die sind hier eingestiegen mit dem Retest. Der Markt ist hier nach oben gestiegen. Alle dachten, boah, super geil, bullish, alle sind long gegangen und dann zack, ist der Markt hier abgekackt. Und warum ist der Markt hier abgekackt? Weil wir mit dem SK-System gesagt haben, solange wir hier nicht nachhaltig diese rote Box durchbrechen, nach oben gehen und im besten Fall bei Bitcoins in dem Fall auch diese violette Box nach oben durchbrechen, sind wir noch nicht in einem Bulltrend, in einem Aufwärtstrend. Ja, wir positionieren oder ich positioniere mich hier in diesem grünen Bereich mit einer Long Order. Ich habe hier diese Long Order aufgebaut, weil das einfach der attraktivste Bereich ist und die ganzen Leute, wo Support und Resistance traden und Chart Pattern traden, wie dieses W-Pattern, sind halt hier mit Retest von der Neckline sind sie long gegangen und sind jetzt halt alle in Minus. Meine Order, mein Durchschnittseinstiegspreis liegt hier unten. Also selbst jetzt, wenn der Markt hier wieder abgeschmiert ist, nach diesem vermeintlichen Fakeout, bin ich immer noch im Profit, stand jetzt mit meiner Long Order. Das ist, damit ihr mal seht, wie dieses System einfach geil ist. Es ist, wenn alle anderen miese machen, sind wir immer noch in dem Fall jetzt im Profit. Und das ist das, was ich euch nahelegen will. Lernt das System von Grund auf, schreibt mich an. Ich leite euch weiter. Ab Januar mache ich meine eigene Gruppe, wo wir das System zusammen traden, wo ich es euch beibringe. Und dann gehen wir auch auf 30 Minuten Timeframes, auf 15 Minuten Timeframes und auf 5 Minuten Timeframes ein, weil da kann man das alles auch traden und dann sind es dann die ganzen Daytrades, wo ich ja eigentlich dann mache. Ja, dann nehme ich immer nur kleine Bewegungen mit von 2, 3, 4% und dann schließe ich die Trades maximal und mache dann halt jeden Tag meine paar hundert Euro Gewinn und das reicht mir dann zum Leben. Ja, wer rechnen kann, der weiß, ein paar hundert Euro auf den Monat verteilt ist halt bisschen mehr wie ein paar hundert Euro dann. Also wenn man jeden Tag ein paar hundert Euro macht. Also Leute, ich hoffe, ich habe euch das jetzt ein bisschen beigebracht. Also Fibonacci Retracements, das zeigt mir mögliche Wendebereiche an von dem Markt. Dann weiß ich, wo ich mich positionieren kann. Die Fibonacci Extensions zeigt mir, wenn der Markt reagiert hat, wohin die Reise gehen kann. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, Preisspanne und Long- und Short-Position hier einzeichnen mit Drawdown, Gewinn, Verlust, wie viel das ist und so. Das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Das machen wir dann mit der Januar-Gruppe. Es ist kein Hexenwerk, aber ja. Also wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und euch für das SK-System begeistern. Wie gesagt, wenn ja, schreibt mich an. Ich leite euch an die Academy weiter und mit den ersten 10 Leuten, Stand jetzt, sind wir 7 Leute ab Januar. Mit den ersten 10 werde ich eine eigene Gruppe machen, wo ich dann die Leute an die Hand nehme, ihnen das SK-System zusätzlich zu Academy kostenlos an die Hand gebe, an die Hand nehme und dann wir bis in die kleinsten Timeframes gehen, bis auf 5 Minuten und dort dann im nächsten Bullenmarkt dann erst richtig, richtig, richtig Profite machen. Das werdet ihr dann sehen, wie es ist, in einem Bullenmarkt zu traden. Ganz, ganz anders als jetzt. Also da wird es dann abgehen, garantiere ich euch. Also in dem Fall,
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Danke an jeden Einzelnen und jede Einzelne für die Abos und Likes. Heute wieder neue Abonnenten dazu gekommen. Danke dir auch fürs heutige Abo. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt Zeit mit der Familie, bleibt gesund und wir sehen uns morgen oder eventuell heute Abend zum Update-Video, falls noch eins kommen sollte heute. Falls am Markt was Spannendes passiert. Und wenn nicht, dann sehen wir uns spätestens morgen zum Wochenausblick. Bis morgen, euer Joe von Daytrading Germany. Macht's gut. Ciao, ciao.